Hallo, hier ist wieder euer Hanyam Place. Seht, und ja, wir stehen vor Bowsers Schloss. Für euch zum ersten Mal, für mich zum was weiß ich wie vierten Mal. Hi. Ja, wie man vielleicht hören kann, ich bin etwas gereizt. Ich habe dieses Schloss jetzt, glaube ich, zu oft gesehen, als dass ich es noch irgendwie mit Geduld nehmen kann. Ich habe nämlich Probleme mit diesem Schloss, weil dieses Schloss hat ein großes Problem. Das sind Checkpoints. Es gibt nämlich gar keine und man muss das alles in einem Stück schaffen. Ich könnte jetzt Safe States verwenden, aber Safe States ist was für Pussys. Dementsprechend versuche ich das Ganze ohne. Ja, und ich muss zugeben, ich habe jetzt 60 Minuten schon versucht, dieses Level aufzunehmen. An verschiedenen Zeitpunkten, weil ich immer nach 2 Minuten aufgehört habe, weil ich es einfach nicht mehr konnte. Ich war einfach nur noch genervt und hatte sechs sehr, sehr, sehr schlimme vulgäre Wörter verwendet. Dementsprechend, ja, ich meine, obszöne Wörter, vulgär bedeutet ja, glaube ich, nur, dass. Uff. Okay, das war sehr knapp. Ja, was auch immer das war. Dementsprechend habe ich mich nicht dazu entschieden, das mit euch zu teilen. Zum anderen wäre es auch gar nicht möglich gewesen, weil die Aufnahmen alle kaputt sind. Ist das nicht schön? Weil OBS meinte, ja, ich habe keinen Bock. Genauso wie Mario, wenn er hier fast krepiert, indem er einfach nicht vernünftig springt. Aber naja, es hat ja bisher ganz gut geklappt. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Level hat gewisse Pattern, die man folgen kann. Also es ist ja normal für Jump'n'Runs der Ära, dass man da eigentlich ganz einfach irgendwelchen Patterns folgen kann. Und ja, es gibt ein Problem. Es gibt einen Boss, oder Wario hat verschiedene Phasen eher gesagt. Eine Bossphase sozusagen, wollte ich eigentlich sagen. Mit der ich nicht klarkomme und das sorgt dafür, dass ich immer an dieser einen Stelle krepiere. Und das ist sehr schlecht. Ich habe es zwar offscreen schon mal hingekriegt, den Gegner zweimal zu besiegen, also ohne Aufnahme sozusagen. Aber ja, ich weiß jetzt immer noch nicht so recht, was ich da anders gemacht habe. Und ich konnte auch online nichts herausfinden, wie man am besten gegen ihn vorgeht. Bei den anderen Phasen gibt es Strategien, die ich folge auch, aber es gibt halt manche Phasen. Das war schlecht. Ja, Entschuldigung, ich muss mich kurz konzentrieren. Die sind nicht ohne, die Gegner. Auch ohne Kanone. Gott, ey. Ja, schlechte Witze sind spitze und die Kuh macht ab und zu auch mal Mu. Aber vielleicht klappt es ja auch jetzt mal mit einem neuen Haarschnitt. Ich habe jetzt zwischen den Aufnahmen einen neuen Haarschnitt bekommen. Vielleicht gibt mir das ja die Superkraft, die alles zu besiegen. Ja, geil. Ja, derbe Power. Nein, okay. Ja, und da ist die fette Sau, Mann. Ja, und das hat ja super toll geklappt. Ja, das. Ja. Nein, nein, nein. Es läuft bisher sehr scheiße. Aber naja, vielleicht haben wir ja Glück. Ja, wir hatten Glück. Ziemlich viel Glück. Ich habe keine Lust. Ich mag den Gegner nicht. Eigentlich ist er nicht so schwierig, aber ich stelle mich echt an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Kann ich euch echt nicht sagen. Normalerweise stelle ich mich nicht bei ihm so an. Ich habe das auch nicht so schwierig in Erinnerung, aber ja. Vielleicht trügen mich auch meine Erinnerungen. Ich kann es euch nicht so wirklich sagen. Und bisher sieht das ganz gut aus. Jetzt nur nicht zu voreilig sein. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen zu einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das immer ohne das Power-Up gemacht und da ist der Kampf echt doof, weil sobald er einen Feuerball wirft,
springst du dann über den Feuerball und dann springt er gegen dich. Und, boah, Alter, der ist voll in den Schuh gegen mich geworfen, der Bastard. Okay. Ja, geil. Mario ist Mario. Ich bin so glücklich, dass ich den Scheißkampf endlich geschafft habe. Und sogar perfekt. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, dass es endlich vorbei ist. Es ist endlich vorbei, Leute. Oh Gott, ey. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Ärger ich mit diesem Boss hatte. Aber naja, die Aufnahmen waren alle leider von OBS zerstört. Dementsprechend konnte ich sie euch auch nicht zeigen. Ja, und ja, wir haben Mario rausgekickt und jetzt ist das wieder Mario-Schluss. Ist das nicht schön? Danke, Mario. Deine Herausforderung ist vorbei. Oder deine Aufgabe. Du hast deine Aufgabe gemeistert. Und ja, da sehen wir nochmal die Gegner. Die Koopas, die Troopas und die Prinzessin, die anderen. Und Mario Land 2 Stuff. Director Hirochi Kiyotake. Okay. Direktor Taiko Osokawa. Programmer Takahiro Harada. Ich dachte, es ist Gunba Yokoi. Ich habe den Namen jetzt übrigens wieder rausgefunden. Er heißt Gunba Yokoi. Aber irgendwie anscheinend ist das doch nicht von denen. Ich dachte, das ist. Vielleicht ist das auch nur das erste Super Mario Land von dem. Kann ja sein. Und ja, Stachel über Ameisen, geil. Anscheinend echt nicht. Hm. Makota Hanuta, keine Ahnung, ich hab das. Oh man. Also, aber ich muss ehrlich sagen, außer das letzte Level, hat mir das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Das letzte Level hat mir doch jetzt unglücklicherweise ziemlich viel die Stimme versaut, was ich sehr schade finde. Ja, keine Ahnung. Eigentlich ist es auch nicht so schwierig. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so anstelle. Wahrscheinlich, weil ich einfach längere Zeit auch nicht mehr gespielt habe und insgesamt auch weniger Geduld habe. Vielleicht war es auch schon damals, vielleicht war es auch schon damals ultra schwer und ich habe einfach so lange versucht, bis ich es irgendwann geschafft habe. Ich kann es nicht sagen. Da sind ganz schön viele Testspiele. Und da ist sogar jemand, der Yoshi. Da ist er, Gunba Yokoi. Oder Yokoi, keine Ahnung. Da, den Typ meine ich. Speziell, die Special Thanks sozusagen. The Tony! Ach, The Tony, das ist einer, den musste man nehmen. Und der Paul Lange. Den habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Aber ich weiß auch nicht, woher. Ja, Mario. Mario ist ein Geld. Nein, okay. Presented by Gunba Yokoi. Nein, Nintendo. Ja, geil. Mario Land 2 Nintendo. Ja. Boah, Mario, gib den Daumen hoch. Gib dem Video auch den Daumen hoch. Okay, ich höre schnell. Weil der hat auch abonniert. Mario hat definitiv hier abonniert. Passiert jetzt auch noch was? Ich weiß nicht. Ich bin mir gerade unsicher, ob das jetzt schon das Ende ist. Ich könnte schwören, da passiert jetzt noch was, aber ich weiß es auch nicht. Aber ich finde es faszinierend, wie Mario den Daumen nach oben gibt. Ja. Aber trotzdem bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt und hoffentlich konntet ihr auch so ein bisschen jetzt was mit der Mario Land Serie anfangen. Vielleicht spielt ihr das ja auch mal selber und vielleicht merkt ihr dann auch, wie ekelhaft schwer das letzte Level ist. nein. Müsst keine Angst haben. Das ist, wenn man es ein bisschen gespielt hat, dann geht es eigentlich auch. Ja. Und dann sehen wir uns auch irgendwann. Oder wir sehen uns ja.